Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Ich habe gute Nachrichten für alle Winterfreunde, für alle Winterfans. Die kalte Luft, sie ist nicht mehr in weiter Ferne, sie ist ganz nah. Und wo wir sie finden, das schauen wir uns gleich zusammen an. Hier jetzt erstmal der Blick auf das aktuelle Wettergeschehen. Und anhand des Wolkenfilms machen wir diese dichte Bewölkung aus, die dann mit einer Südwest-West-Strömung zu uns kommt. Ja, und das bedeutet rege Schaueraktivität im Nordwesten bis zur Mitte des Landes und anhaltenden starken Regen im Süden des Landes. Wohingegen es gibt einen Abschnitt in Deutschland, der kann sich heute noch gegen mir behaupten, das ist der Nordosten und da gibt es zum Teil freundliche Abschnitte und die Sonne kann sich hier und da zeigen und es bleibt wirklich den ganzen Tag über trocken. Die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen 10 und 15 Grad, aber in der kommenden Nacht ist dann dieses Regengebiet und sind diese Schauerwolken wirklich Richtung Osten weitergezogen. Da gibt es dann auch Niederschlag im ganzen Osten, aber aufgelockerte Abschnitte gibt es dann vom Nordwesten her und werfen wir einen Blick insgesamt auf die Bewölkung. In den anderen Landesteilen bleiben diese recht dicht. Örtlich kann sich Nebel bilden und sehr augenauffällig. Wir haben es hier mit einem Schneeregensymbol zu tun. Die Schneefallgrenze, sie sinkt. Ja, und das Ganze dann insgesamt bei Temperaturen zwischen 7 und 5 Grad. Denkt daran, das sind die 2 Meter Temperaturen. Das bedeutet Bodenfrost. Also die Straßen können schon glatt ausfallen, vor allen Dingen im Süden. So, und jetzt schauen wir uns die Aussichten für die nächsten Tage an. Am Freitag freundlich und vor allen Dingen trocken im Nordwesten. In den anderen Landesteilen bleibt der Himmel so wechselnd bewölkt. Da haben wir so eine lockere Bewölkung bis hin im Osten zu einer starken Bewölkung. Es fällt ein wenig Regen und wir sehen wiederholt dieses Schneeregensymbol. Und den Schnee oder die Schneehöhe bzw. die Schneedecke, die sich da bildet, die schauen wir uns gleich auch noch mal etwas genauer an. Jetzt werfen wir erstmal den Blick auf die Tageshöchstwerte. Auch diese recht frisch. Maximalwerte liegen dann zwischen 8 und 12 Grad. Ja, und am Samstag, wir sehen die beiden roten Pfeilen, da wird der Wind schon wieder ein bisschen lebhafter zu spüren sein. Dann kommen nämlich vom Westen her neue Wolken zu uns. Die bringen schon wieder zum Teil starken Regen. Trocken bleibt es noch im ganzen Osten. Und die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen 10 und 13 Grad. Ja, und am Sonntag ist schon wieder ein neues Sturmtief, was uns erfassen wird. Und dann gibt es eine rege Schaueraktivität landesweit, das begleitet von Tageshöchstwerten, die dann zwischen 12 und 14 Grad liegen werden. Und jetzt schauen wir uns aber mal die Höhenkaltluft in 5,5 Kilometer Höhe, also vom GFS-Modell an, die uns da quasi fluten wird am Sonntag. In der Höhe 5,5 Kilometer haben wir es tatsächlich mit kalten Luftmassen zu tun, die wirklich mit so einer Nordwestströmung, Nordostströmung zu uns kommen. Also wir sehen, das ist hier quasi ein Trog, ein Höhenkaltlufttrog, der sich bildet. Da sammelt sich hier bei uns diese ganze kalte Luft und wir sind wirklich bei den mit im Tiefdruckzentrum, im Höhentief. Ja, und was bedeutet das denn in 1,5 Kilometer Höhe, in 850 Hektopascal? Was haben wir dann da für Temperaturen? Na, da haben sich halt die Höhenkaltluftschichten nicht durchsetzen können. Wir haben es weiterhin hier mit recht milden Temperaturen zu tun. Ja, und das bedeutet, nichtsdestotrotz haben wir es, wir sahen es, an den Karten für die Tage mit Schneefall in höheren Lagen zu tun. Die Schneefallgrenze ist auf 1000 Meter gesunken, das bedeutet Neuschnee. 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee können in den nächsten Tagen in den Alpen auf jeden Fall fallen. Also der Winter ist nicht mehr in weiter Ferne, so sieht es auf jeden Fall ganz aktuell aus. Und das war schon wieder das Neueste von eurem Wetter.net. Wenn euch das aktuelle Video gefallen hat, ich freue mich auf einen Daumen nach oben von euch. Und dann sage ich bis gleich zum Mittagsvideo oder zum Nachmittagsvideo. Kommt gut in den Tag.